Wann soll man denn seine Werbung unter Umständen stoppen? Ja, viele fragen sich natürlich, soll ich Werbung dauerhaft laufen lassen? Muss ich sie stoppen? Wann soll ich die runterfahren, wenn ich viel Nachfrage habe, wenn ich wenig Nachfrage habe, wenn sich die Kennzahlen verschlechtern oder verbessern? Da gibt es natürlich so viele Punkte, dass ein kleines YouTube-Video überhaupt nicht genug Platz dafür hat. Sowas ist alles Coaching-Inhalt bei mir und auch ein sehr, sehr wichtiger Coaching-Inhalt, wenn du noch nicht 300, 400 Mitglieder oder mehr hast in einem Standort, weil da musst du mich sowieso direkt anschreiben und einfach mal mit dir sprechen. Wann denken also die meisten Leute darüber nach, ihre Werbung, wenn sie überhaupt Werbung laufen haben, also ihre bezahlte Werbung, zu stoppen? Wenn sie in Anführungsstrichen genug Nachfrage haben. Ja, wenn du also genug Nachfrage hast, ja, genug in Anführungsstrichen, dann denkst du vielleicht, ja, sollte ich jetzt meine Werbung stoppen. Ich kann gar nicht mehr Probetrainings aufnehmen. Ich kann vielleicht sogar nicht mal mehr Mitglieder aufnehmen, weil ich müsste erst neue Trainings machen oder mein Raum ist voll, meine Mitarbeiter haben keine Zeit mehr oder ich habe noch gar keine Mitarbeiter. Ja, dann könnte man ja auch drüber nachdenken, seine Werbung zu stoppen. Kann auch sein, dass es da erstmal Sinn macht. Aber das muss man sich halt im Einzelfall betrachten. So, was könnte noch sein? Ja, was ist denn, wenn man immer weniger Leads kriegt für dasselbe Geld? Ja, ich habe die ganze Zeit jetzt für 300 Euro Werbung gemacht und habe dafür 20 Anfragen bekommen. Auf einmal kriege ich für 300 Euro nur noch 10 Anfragen oder nur noch 8 oder nur noch 5. Schalte ich dann die Werbung ab? Was mache ich dann? Verbessere ich die? Verbessere ich die laufende Anzeige? Oder schalte ich eine Anzeige dazu in derselben Kampagne oder in der neuen Kampagne? Oder schalte ich die Anzeige ab und mache alles völlig neu? Da sind so viele Tücken, die du jetzt gar nicht weißt, was du machen sollst, was du am besten ohne mich und meine Hilfe überhaupt nicht machen solltest. Ja? Also kann aber natürlich ein Thema sein. So, die Frage ist, was passiert denn, wenn du jetzt deine Anzeige stoppst? Wenn du deine Werbung stoppst, wenn du nicht mehr weiter investierst in Wachstum, was wird dann passieren? Erstmal wird ja passieren, wenn du zum Beispiel gerade genug Nachfrage hast, so, dann stoppst du deine Werbung, dann hast du in der Zukunft zu wenig Nachfrage. Weil du machst ja nicht Werbung jetzt, um jetzt Mitglieder zu gewinnen, sondern du machst Werbung jetzt, um in der Zukunft Mitglieder zu gewinnen. Wenn du also jetzt genug Nachfrage hast, kann es sich in der Zukunft ändern. Wenn du jetzt keine Werbung machst, hast du in der Zukunft zu wenig Nachfrage. Erster Punkt. So. Wenn du gerade keine Kapazitäten hast, ja klar, okay, dann ist natürlich schwierig, aber dann würde ich lieber sagen, lass uns mal zusammensitzen und schauen, wie man das jetzt ändern kann, wie man dafür sorgen kann, dass du jetzt wieder mehr Kapazitäten hast. Und glaub mir, es gibt immer eine Lösung. Man kann gucken, ob man in die bestehenden Kapazitäten doch noch was reinkriegt und man kann schauen, wie man mehr Kapazitäten wieder schafft, wie man mehr Ressourcen schafft. In irgendeiner Form. Ich habe das noch immer und mit jedem meiner Kunden geschafft, dass der weiterhin Werbung schalten kann. Aber das Problem ist, wenn du sie jetzt nicht schaltest, dann hast du in der Zukunft wieder freie Kapazitäten. Aber in der Zukunft hast du nicht nur kein Wachstum, sondern du schrumpfst. Weil du hast ja Kündigungen nach wie vor. Kündigungen werden nicht weniger, sondern tendenziell irgendwie eher mehr, vor allem mit der Größe. Und wenn du jetzt gerade weiter wächst, aber irgendwann an die Decke stößt, dann wirst du nicht mehr weiter wachsen, dann wirst du aber mehr und mehr Kündigungen haben und dann wirst du tendenziell wieder schrumpfen. Und selbst wenn du nicht schrumpfen würdest, wenn du immer den gleichen Umsatz und Gewinn machen würdest, dann hättest du allein durch die Inflation, die ja jetzt gerade sowieso massiv ist, jedes Jahr 5-10% weniger Geld oder weniger von deinem Geld. Deshalb musst du ja die ganze Zeit wachsen. So. Also, wenn dein Klick- oder Leadpreis oder beides in der Regel steigt oder zu hoch ist und du schaltest die Werbung ab, dann passiert halt das Folgende, wenn die anderen, die mitwerben, deine Mitbewerber, die anderen Kampfsportschulen, Fitnessstudios, Kinderangebote, wer auch immer gerade Werbung macht auf deine Zielgruppe, deine Konkurrenz quasi profitiert davon. Weil die werden dann, wenn weniger Leute Werbung machen, nämlich du, werden die davon profitieren, indem die wieder wahrscheinlich günstigere Preise bekommen. Und bei denen wird es bergauf gehen, ja, und es bringt dir gar nichts, weil du hast wiederum ja weniger Nachfrage jetzt und dann auch schon in der Zukunft. Deshalb ist eigentlich überhaupt keine Option, in irgendeiner Zeit gar keine Werbung zu machen. Die Frage ist nur, wie geht überhaupt Werbung? Was macht man falsch? Was macht man richtig? Ja, was macht man, um auch in der Zukunft die Nachfrage zu haben? Wie kann man das genau einstellen, dass man jetzt genau gleich
genau die richtige Anzahl an Anfragen jede Woche bekommt, damit man seine Kapazitäten voll ausschöpft? Und was kann man auch machen, um Mitglieder aufzunehmen, obwohl die Kapazitäten ausgeschöpft sind? So, und natürlich, was kann man machen, um Klick- und Leadpreis immer weiter zu verbessern? Wie kann man Anzeigen gestalten, die viele Klicks kriegen für wenig Geld? Und wie kann man Homepages und Landingpages gestalten, wo Klicks auch wirklich zu Anfragen konvertieren? Das alles und noch vieles mehr gibt es alles bei mir, ja, alles in meinem Coaching. Deshalb warte jetzt nicht mehr länger. Schreib mir einfach eine Nachricht auf Facebook oder geh auf meine Homepage falkberberich.com. Dann bespreche ich mit dir das Ganze und gebe dir mal auch eine Strategie, speziell auf deine Situation zugeschnitten.